Jo, willst du auch was trinken? Jo, gerne. Cool. Ach, guck mal, wen haben wir da denn? Komm mal her hier. Hier, guckst du dir an? Ach, oh, da was macht ihr denn da? Habt ihr wieder Bock, uns den ganzen Tag zu folgen? Uns beide? Mhm. So ein bisschen durch die Weltgeschichte fahren? Wohin denn? Oh, weiß ich noch nicht. Mal dahin und dann dahin und nachher wieder dahin. Von mir aus gerne. Okay. Liebe Freunde, was geht ab? Hier ist Marc Barnes am Start mit The Real Big B. Und falls ihr das schon auf Instagram gesehen habt, hat er unseren neuen Fusion-Namen gedroppt. Wie heißen wir? Hafendudes. Die Hafendudes sind am Start heute im The Dudes Vlog Teil 3. Heute mal spontan. Hier, yeah, bla. Ja, schönes Wetter, gute Musik. Gute Mucke am Start. Immer mehr. Shoutout an Jam FM war das. Ja, Jam FM. DJ Cooper. DJ Cooper in der Haus. Besser geht's nicht. Mal gucken, was wir heute machen. Auf jeden Fall spontane Videos drehen. Seid gespannt. Geiles Panorama, so, ne? Ja. Hoch die Hände! So, Ladies and Gentlemen. What's poppin? Heute mal ein ganz entspannter Vlog, würde ich sagen. Ganz spontan. Weil schönes Wetter hier in Bremerhaven. Viel zu geiles Wetter, um irgendwie großartig durchzudrehen. Wir stehen hier gerade an der Mole. Schönen Panoramablick von Bremerhaven. Da wohnen wir übrigens, da in der Villa. Ganz oben ich und unten der andere Dude. Von wegen. Wir haben eine Rutsche, die von oben nach unten geht. Na, wir wollten euch mal heute ein bisschen. Oh shit. Bisschen was von Bremerhaven zeigen, unsere Hut. Und ja, vielleicht gibt es noch mehr zu sehen. Peace. Durch meine Kindheit Hood hier in Bremerhaven durch Lehe. Hier habe ich mal Jahre her ein geiles Gospel-Konzert mitgemacht. Dann haben mich
Michaeliskirche. Eine Michaeliskirche. Alter. Sorry, Ruckelbüschen. Aber wir machen echt viel jetzt hier, ne? Da haben wir früher Fußball gespielt. Und Breakdance-Battles. Auf Goethe, Sportplatz. Ja, und jetzt geht's hier mal ein bisschen mal was anderes zeigen aus Bremerhaven, ne? Von Bremerhaven. Nicht immer das Schöne. Ist auch schön hier. Ja, haben die mal schön gemacht jetzt, ne? Also in den letzten Jahren haben sie hier echt ein bisschen was gemacht, ne? Das sogenannte Ghetto. Ärmste Stadtteil Deutschlands. Was sie ja immer sagen, aber ja. Ist halt so, ne? Hier ist die gute alte Uhlandstraße. Hier bin ich aufgewachsen. Mittlerweile haben die Büschen was neu gemacht hier. Ja, früher war hier als Kind war hier alles bunter, ne? Aber jetzt ist hier also einiges verändert worden. Und da habe ich gewohnt mit meiner Family in der 35. Ja, da war mein Friseur da vorne. Ja. Goethe Quartier. Gute alte Heinrichstraße. Die war früher Cordes drin. Früher immer einkaufen gewesen. Adolfstraße. Lübs. Die denken sich, meine Hut damals mehr so. Weil ich dann auf Pesta gegangen bin, so, ne? Und hier das Haus ist auch voll mit Studenten. War das zumindest. Da, ne, da sind auch viele WGs und ja, so. Genau, da waren früher immer geile Studentenpartys, ne? Da haben immer alle die Wohnungstür offen gelassen und dann konntest du, egal in welche Wohnung reingehen, überall war Party. Schöne Straßenfest. Tutti frutti. Guckst, wie blau das ist. Ja. Das stimmt, ey. Ich hab noch nicht mal Filter an. Tja, die gute alte Bürger. Viele Abende erlebt hier. Nächste Haltestelle, Waldemar-Piquet-Platz. Ja. Ein dünner Rosmann ist es. So, liebe Freunde. Wir haben jetzt mal ein bisschen was aus Bremerhaven gezeigt heute. Guck mal, wie der Herr mit dir ganz gechillt fährt. Wie beim Autoscooter damals. Top Inn, kennt ihr das noch hier? Rückwärts durch Nebel, ey. Oh mein Gott, jetzt fehlt nur noch Fantasy Girl anmachen und dann passt das hier. Na, auf jeden Fall, jetzt heißt das wieder, wie gewohnt, was futtern zum Ende des Vlogs. Mal gucken, eigentlich wollten wir mal Barbecue Station hier lang mal abchecken. Mal gucken, ob die noch was zu uns haben. Die haben aber erst um 17 Uhr auf. Wir haben jetzt. Viertel nach vier. Und dann gucken wir mal. Ja. Bis gleich. A few moments later.
Hier sind wir in Bremen beim Bremer Tief. Mal gucken, hier ist ein bisschen Deich und so. Und vielleicht eventuell wieder beim Siebhaus was mitnehmen. Big D überhaupt. Hier gibt es Leckereien von Kaffeekuchen bis. Im Sommer hier schön sitzen, Kuchen essen, Kaffee trinken, Bierchen. Gibt nichts Geileres auf dem Sonntagnachmittag. Na gut, Leute. Kommt ihr her und wenn ihr mich hier seht, könnt ihr mich gerne auf einen Kaffee einladen. Siebhaus in Bremen. So, liebe Freunde, hier ist alles selbst gemacht, mit Liebe auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt eine Waffe gekauft, mit Eisfrappé sogar. Mal gucken, wie es schmeckt. Siebhaus in Bremen. So, liebe Freunde, jetzt waren wir gerade Futter holen. Bei der Barbecue Station in Lang. Was haben wir geholt? Rippchen und ein Burger. Ah, hier siehst du es. Wee. Holy shit. Holy Macaroni. No. Das zum Abschluss heute. Ja. War ein lustiger Tag. So konntet ihr mal sehen, wo wir gewohnt haben. Wie wir wohnen. Spontaner Tag heute. Vlog 4 kommt demnächst. Hafendudes unser Name. Oh ja. Abonniert uns auf Instagram. MarkBannes85. Einfach Hölle. The big, big deal. Wir sehen uns. Peace out. Jo, moin, herzlich willkommen aus B-Styles Küche, B-Styles Foodblog. Ich bin immer live auf Instagram. Folgt meinem Instagram-Kanal B-Style, B-B-Style. Ich habe gerade eine Message reinbekommen. Ich soll mal kurz was ansagen für die Hafen-Dudes. Ihr kennt die nicht? Okay, seid gespannt. Es kommt Großes auf euch zu. Peace!